Das, ja, gut. So, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend an jeden. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier einen Teil unserer Forschung hier vorzustellen. So, ich bin Mathieu Letacon von dem Institut für Festkörperphysik und ich möchte über den Aufstieg der Quantenmaterialien ein bisschen berichten. So, Quantenmaterialien, ich werde mit etwas ganz Verboten anfangen. Ich werde mit Jargon anfangen. So, was nennen wir Quantenmaterialien? So, die sind besonders Materialien, in denen sich Quanteneffekte über einen weiten Bereich von Energie und Langskalen manifestieren. So, es gibt verschiedene Beispiele, zum Supraleitern, Graphen oder 2D-Materialien, Quantenspinflüssigkeiten, topologische Materialien. Und das ist, ich weiß schon, das ist relativ unklar, was ich meine. So, was ich jetzt hier machen möchte, ist ein bisschen zurückgehen und sehen, was wir kennen über normale Materialien. So, ich kann das so ganz herrlich sagen, dass im Prinzip sind jede Materialien Quanten. Man braucht Quantenphysik, um zu verstehen, den Unterschied zwischen Metall, also diese Stück Kupfer hier, oder diese Isolatoren, Quarz. Und die Gründe dafür ist, dass natürlich die Materialien, die sind aus Atomen gemacht. So, das ist hier ein Bild von einer Kupferoberfläche, das mit einem Rastertunnelmikroskop genommen. Und Sie sehen hier, jede Kugel sind wirklich Einzelatomen. Und natürlich, die Atomen sind by definition ein bisschen die Quantenobjekt. Und das ist die einzige, eine der zwei Gleichungen, ich zeige heute. Und das Verhältnis diesen Atomen braucht man in die Quantenphysik. So, das wissen Sie. So, man muss diese Schrödinger-Gleichung lösen. So, das sieht relativ einfach aus, aber in Wahrheit ist es ein bisschen kompliziert. Und wir können das nur einfach lösen in ein paar Fällen. Und zum Beispiel das Wasserstoffatom, das ist der einfachste Atom, ein Elektron, ein Proton. Und diese Schrödinger-Gleichung lösen heißt, muss man den Grundzustand finden, so wäre der Zustand der Elektronen mit der kleinsten Energie. Und man kann auch relativ akkurat die angeregten Zustände, diesen Atom, das heißt, wir haben dieses diskrete Energieniveauspektrum. Und das war wirklich die erste Stein für die erste Quantenrevolution, die erst Anfang der 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Und ebnete den Weg zum Verständnis der Eigenschaften von Materie auf atomarer Ebene. So, wir kennen alle diese berühmten Namen, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg und viele andere. So, wenn wir kommen jetzt an die Materialien-Ebene, so das wurde von Christoph Wöhler erwähnt, das ist wirklich eine Herausforderung, weil in den Materialien zum Beispiel, die sind nicht nur ein Elektron und ein Proton, die sind viel mehr Atomen, viel mehr Elektronen, so typischerweise 10 hoch 23 in ein Kubikzentimeter. Und das ist nicht nur ein komplexes Problem, das ist ein unlösbares Problem. Man kann das nicht genau lösen, diese Schrödinger Gleichung, aber es gibt sehr gute Annäherungen und wir haben davon ein bisschen, mindestens die Ergebnisse davon ein bisschen gesehen. So, man kann wirklich für viele Materialien durch die Quantenmechanik erfolgreich beschreiben, die elektrische Leitfähigkeit zum Beispiel, die optische Eigenschaften, so die Farbe der Materialien, die Kohäsion oder die Art der Materialien, die chemischen Eigenschaften oder Magnetismus. Das sind Dinge, das kann schon für eine große Menge Materialien berechnen. Jetzt, es gibt andere Dinge in der Quantenphysik. Die Quantenmechanik ist ein bisschen bizarr. Es gibt auch Möglichkeit für ein Quantenobjekt in zwei Zuständen sich gleichzeitig zu befinden. So, das heißt, wenn ich nehme normal mein Wasserstoffatom hier, es gibt einen Grundzustand und es gibt einen angeregten Zustand, so 0 und 1 hier. So. Und die klassische Physik muss dann der Elektron entweder in einen Zustand oder in den anderen Zustand sich befinden. Aber der Quantenphysik erlaubt, dass der Elektron sich in die zwei Zustände gleichzeitig sich befindet. So, das heißt, das ist das berühmte Beispiel von der Schrödinger Katze. Der ist gleichzeitig am Leben oder tot und wir nehmen das, diese Quantensuperposition.
Es gibt andere Phänomene, die sind auch sehr komisch, so zum Beispiel die verschränken. Man kann zwei Quantenobjekte verschränken. So, das heißt, dass wir können der Zustand dieser zwei Objekte, also Atomen zum Beispiel oder Elektronen, das heißt, ein Mehrteilchenzustand ist nicht mehr als eine Kombination von unabhängiger Einteilchenzustand beschreibbar. Das heißt auch, dass unabhängig von, von wie weit voneinander sind diese zwei Objekte, wenn man kann den Zustand von einem, man kann den Zustand von der anderen, so grob gesagt. Das ist die Quantenverschränkung. Und die Idee von der Quantentechnologie ist, ist, dass diesen Quanteneffekt, man könnte die als Bausteine, so die Superposition, die Quantenkohärenz oder die Verschränkung, als Bausteine nutzen, um neue Anwendungen zu entwickeln, so zum Beispiel ultrasensitive Sensoren für die Metrologie, sichere Protokoll für die Kommunikation, so die sogenannte Quantenkommunikation, oder der berühmte und schon schon berühmt, aber der existiert noch nicht, leistungsstärker Quantum Computer. Das ist jetzt ein sehr hot topic, wie man sagt. So, zum Beispiel die Europäische Union wird diesen Quantentechnologieaktivitäten mit 1 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahren fördern. Und wenn Sie sehen, ja, das ist schon in China zum Beispiel 10 Milliarden, USA auch 1 Milliarden und so. Diese zweite Quantenrevolution ist wirklich unterwegs. Und der Ziel ist in ein paar Jahren, so, das ist nicht klar wann, wir können es nicht versprochen, aber eine universelle Quantum Computer zu bauen, von Quantum Internet und solchen Anwendungen. Das Problem ist ein bisschen, dass, wenn ich komme zurück an mein Kupferstück, so mein Kupferatom hier ist ein mikroskopisches Quantenobjekt, aber wenn ich schaue an mein Kupferstück hier, das ist ganz klassisch. Es gibt keine Verschränkung, es gibt keine Superposition in ein Stück von Kupfer und die Quanteneffekte sind alles weg. Und dann ist ein Problem und das kommt von der so benannten Quantendekohärenz. Und das kommt von der Fakt, sorry, Entschuldigung, mein Deutsch ist, dass wenn die Atomen, die haben Wechselwirkung, die erleben Wechselwirkung mit anderen Atomen, mit dem Rest in den Weltraum und die verlieren ein bisschen ihren Quantenaspekt und wenn ein System ein bisschen größer und größer, ein Quantensystem größer und größer wird, bekommt er klassische, so mein Schrödinger Kat, der wird entweder am Leben oder tot sein, von Quantum bis zum Klassisches geht. So, die Frage ist dann, wie können wir diese Quanteneffekte behalten und die weiter zu nutzen. So, ich gebe hier ein paar Beispiele von ein paar Kollegen, so Wolfgang Wernsdorfer und Mario Ruben zum Beispiel, die nutzen die Molekülen, so magnetische Molekülen, und die versuchen, diese Einzelquantenobjekte, so in ein Einzelmolekülen zu manipulieren. So, die können zum Beispiel einen magnetischen Ion in die Molekülen erstellen und der magnetische Zustand durch Licht oder Mikrowelle kontrollieren und das in einen Schaltkreis lesen. So, das ist eine riesige Herausforderung und deswegen hat der Wernsdorfer dieses Jahr einen Leibniz-Preis bekommen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel seltene Erdionen zu nutzen in eine dielektrische Materialien. So, das sind isolierte Atomen. So ein seltener Erdioden, zum Beispiel Erbium oder Ytterbium. Und das, der David Unger macht mit Laser, er kann auch den Quantenzustand von diesem Objekt kontrollieren und lesen und schreiben. Eine andere Alternative ist direkt Materialien, in denen die Quanteneffekte im Prinzip sichtbar sind. Und ich habe nochmal viele Beispiele, aber ich will nur auf meine Lieblingsbeispiele fokussieren, die sind Supraleiter. So, es gibt
viele Poster und, mit weiteren Details auf die Quantentechnologie und die Quantenmaterialien und auch die Tieftemperaturforschung, weil meistens diese Quanteneffekte sind sichtbar in sehr tiefen Temperatur. So, um ein bisschen Ihnen zu erklären, was ein Supraleiter ist, muss ich ein bisschen über Widerstand reden. So, es gibt hier die Temperatur von Null Gas oder absolut Nullpunkt und der Widerstand, so die elektrische Widerstand, das ist meine zweite Gleichung, so das wird nicht so viel, so das kommt von die Ohmsches Gesetz. Sie wissen, dass wenn wir nehmen eine Spannung auf ein Metall, es gibt einen Strom und ein Strom und eine Spannung sind abhängig voneinander durch die elektrische Widerstand und die es gibt für jeden Metall gibt einen Widerstand und das kommt aus der Streuung der Elektronen auf Gitterdefekten oder Gitterschwingungen an Hochtemperatur und man kann den Widerstand verkleinern, wenn man die Temperatur reduzieren. So. Das ist fast eine Definition von einem Metall. Ein Metall ist ein Objekt, der hat einen Widerstand, die geht kleiner an tiefer Temperatur. So, und das sieht so aus. Und es gibt immer einen Restwiderstand, der kommt von der Streuung der Elektronen, von den Störstellen und Gitterauffällen. Das gibt dann immer in jedem Material. Aber dann, wenn wir nehmen einen Supraleiter, die Widerstand sieht ein bisschen unterschiedlich. So, die geht auch kleiner und unterhalb einer kritischen Temperatur, das wir nennen eine Phasenübergangstemperatur, das ist eine elektronische Phasenübergang. So unter dieser Temperatur TC verschwindet der Widerstand. So, es gibt jetzt eine neue Phase der elektronischen Materie, der hat keinen Widerstand. So, das heißt, was genau passiert hier? Um TC ist, dass die Elektronen, die bilden sich in Cooper-Paare und diese Paare kondensieren sich zu einem makroskopischen Quantumzustand. Und das ist wirklich das Stichwort. Supraleitungszustand ist ein makroskopischer Quantumzustand. So, da es gibt keinen Widerstand mehr, man kann Dauerstrom über Jahre oder 100 Jahre oder 1000 Jahre beobachten, soweit der Material bleibt in der Supraleitungszustand. Und es gibt, da das von dieser Quantum-Natur gibt auch eine zweiter Effekt, nach von die Null-Widerstand, ist der Meissner-Effekt, Meissner-Hoxhausen-Feld-Effekt. So, das heißt, dass die Supraleiter verdrängen das Magnetfeld aus ihrem Innen und das ermöglicht eine stabile Quantenlevitation. So, es gibt hier Beispiele, die Sie können sehr gerne machen. So, das ist natürlich mein Lieblingsbeispiel, das haben wir hier nicht. Es gab auch, wenn man sucht auf die Internet, es gab auch interessante Anwendungen dafür. So, zum Beispiel hat die Firma Lexus diese Overboard gebaut. So, das sieht sehr schön aus, aber natürlich ist der Board selber ein bisschen teuer und man muss eine magnetische Strecke haben. So, das ist nicht so einfach zu kriegen, aber das sieht schon aus. Und ich habe das schon probiert, also nicht die ganzen Dinge. Und das ist ein sehr interessantes Gefühl. Man fliegt wirklich auf diese Strecke. So, es gibt viele Forschungen auf der Supraleitung am KIT. Ein ist in die Energiebereich, so das sind wirklich die Energieanwendungen. So man kann wirklich diese Nullwiderstand nutzen, machen diese Kabel. So es gibt so ein Kabel, das ist schon einen Kilometer lang und er läuft in der Stadt Hesse. Er ist Supraleiter unter ungefähr 100 Grad Kelvin, so das muss man kalt behalten, aber das läuft ohne Problem. Und man kann auch mit neuen Motoren, zum Beispiel für die Windkraftanlage, entwickeln. Es machen leichter und mehr effiziente Motoren, weil es kann, der Supraleiterkabel kann viel mehr Strom tragen als normale Kupfer. Aber die Anwendungen, die für mich ein bisschen mehr interessant sind, sind, dass man kann diese Quantum Nature,
die Quantumnatur von der supraleitenden Phase nutzen, um künstliche Atome zu bauen und damit Devices für Quantumtechnologie entwickeln. Und eine andere Aktivität, die für uns sehr wichtig ist, am Institut für Festkörperphysik, ist natürlich die Entdeckung von neuen supraleitenden Materialien. Das ist ein bisschen mehr Grundlagenforschung. Also die Thermodynamik und die spektroskopischen Eigenschaften von diesen Materialien verstehen, um zu verstehen, warum die bekommen Supraleiter. So, die Quantenschaltkreise. Das würde die Pionier hier, Gerd Schön und Alexander Schniermann am KIT, die haben vor 20 Jahren vorgeschlagen, dass man könnte diesen supraleitenden Schaltkreis, so das ist für die, die ein bisschen Elektronik kennen, ein nicht-linearer LC-Oszillator. Und das gibt so ein Energiespektrum, so das ist wirklich wie mein Wasserstoffatom, außer dass es geht viel größer. So das heißt, das ist nicht ein Wasserstoffatom selber, ist sehr kompliziert zu manipulieren, aber jetzt wir können ein Objekt machen, das ist schon ein paar Mikrometer groß und es ist viel einfacher zu manipulieren. Und es gibt diesen Grundzustand, diesen angerennten Zustand und kann man damit den Zustand dieser Schaltkreise kontrollieren. Und das würde von meinem Kollegen Alexei Ustinov und seiner Gruppe, so die machen regelmäßig diese supraleitenden Schaltkreise. Und natürlich, wir nutzen dann die Quantenaspekt und die Quantenkohärenz in diesem System, um die zu nutzen als Quantum Bits. Das heißt, statt ein Bit, das wir nutzen in unser Rechner, um so die sind aus entweder ein Zustand 0 oder 1 erstellt. Und in diesem Objekt können wir die Quantensuperposition nutzen, um die ganze Reihe von Zuständen, die ganzen Kombinationen zwischen dem Zustand 0 und dem Zustand 1 zu nutzen. Das ist wirklich die Bausteine für der zukünftige Quantencomputer. So, die Herausforderungen für das Quantencomputer sind wie folgt: Man muss dann schon diese Quantum-Objekte erstellen, die Quanten lang genug bleiben, so wirklich gegen diese Dekohärenzproblem kämpfen. Und das ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden. So, es gibt viele riesige Fortschritte. Und jetzt, wir kriegen absoluter Nullpunkt gezeichnet, so 0K ist minus 273 Grad und hier ist unser Null, wo die Wasser und Eis bekommen. Die erste Supraleiter, das Quicksilber, die wurde entdeckt vor mehr als 100 Jahren und Sie sehen hier, es ist schon eine kleine Sammlung von den supraleitenden Materialien. Und es gibt viele verschiedene Farben und diese unterschiedlichen Farben sind für verschiedene Familien. Und es gibt neue Supraleiter, die werden fast jede Woche entdeckt. Nicht alle sind interessant, aber viele sind sehr interessant. Und ich möchte nur erwähnen, dass noch diese Woche, so in Nature diese Woche, es gibt Entdeckung von einem Supraleiter mit 250 K, so das heißt minus 23 Grad, berichtet. So, das einzige Problem ist, dass man muss dann diese verrücktes Hochdruck nutzen. So, das ist wirklich nicht praktisch, aber das ist schon ein Erfolg, dass man kann so ein supraleitendes Material mit so hoher Temperatur bekommen. Was für uns sehr interessant sind alle diese Materialien, die nicht einfache Metall sind. Und die Gründe, wofür sie sind interessant, sie sind die sogenannten unkonventionellen Supraleitern. Es gibt zum Beispiel die Schwerfermionen, die Kupran, ich werde nicht jetzt alle nennen. Aber ich zeige hier ein paar Beispiele von Phasendiagramms und die sind relativ kompliziert. Und das ein bisschen einfach oder mehr lesbar zu machen. Der Ursprung von diesem Phasendiagramm ist wirklich die Physik der stark wechselwirkenden Elektronen. So diese Elektronen, die haben stark Wechselwirkung und das heißt, dass die Quanten, die Wellenfunktionen von allen Elektronen, so diese 10 hoch 23 Elektronen, sind Quantenverschränkungen.
Und es gibt jetzt neue elektronische Ordnungen. So. Und typischerweise, was wir haben, ist eine elektronische Phase. Das kann zum Beispiel eine magnetische Ordnung oder eine magnetische Phase sein. Und man kann mit einem Tuning-Parameter diese Ordnung beruhen, so zum Beispiel mit Dotierung oder Magnetfeld oder Druck. Man kriegt einen Übergang zwischen einer elektronischen Phase und einer anderen, so zum Beispiel von einem Magnet bis von einem magnetischen Insulator bis zum einem nicht magnetischen Metall. Und wenn, so das ist auch ein Beispiel von einem Phasenübergang, so das ist eine elektronische Phase und eine zweite elektronische Phase, die sehr unterschiedlich ist. Und das kann auch bis zum Null-Temperatur passieren. Und wenn das passiert, wir haben so einen genannten quantenkritischen Punkt. Also das ist ein sehr schweres Problem. Das ist ein bisschen wie ein schwarzer Löcher in der kondensierten Materie. So, hier ist die Physik, die wir kennen, komplett ist nicht gültig mehr. Und die Herausforderung und, ja, und der Natur, die Natur nicht mag nicht viel, wenn es gibt diesen kritischen Punkte oder so, diese Singularität. Sehr oft versteckt sich diese quantenkritischen Punkte unter diesen supraleitenden Phase. So, es gibt viele neue Physik und natürlich wir versuchen zu antworten, fragen, was ist der Ursprung der Supraleitung in diese neuen Materialien? Wie kann man wirklich eine akkurate Kontrolle der konkurrenten elektronischen Phasen bekommen? Und können wir neue elektronische Phasen erstellen? Und der sehr interessante Punkt ist, dass diese Materialien haben einen sehr hohen Abstimmbarkeit und das wir könnten für Anwendungen auch in der Quantentechnologie weiter nutzen. So, damit möchte ich nur ein paar Werbung für das Institut für Quantenmaterialien und Technologien, das wir jetzt gründen. So, wir nehmen im Prinzip die Grundlageforschung von den neuen Materialien und die Verständnis von der elektronischen Eigenschaften von diesen Materialien. Und wir möchten diese neuen Materialien funktionalisieren und dann zusammen in neue Devices für die Quantentechnologien bauen. So, wir machen dafür dieses neue Institut, in denen wir hoffen, wir einen sehr engen Zusammenarbeit zwischen Theorie und Experiment. Es wird ab 2020 abgegründet. Mit 8 Abteilungen, ein neues Gebäude im Campus Nord. Und damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und die Kollegen, die auch für die Poster und die Ausstattung geholfen haben. Ich habe auch der Lars Lauke vergessen hier. Ich weiß, er steht mit uns, so Entschuldigung. Und vielen Dank.